bin ja in Kassel geboren und ich bin einfach auf persönlicher Wurzelsuche. Und die Wurzeln sind in dieser Stadt vor allen Dingen unterirdisch zu finden. Bernd Tappenbeck ist Künstler und in verschiedenen Rollen unterwegs als Zeitreisender. Ab in den Tunnel, in den Kanal, natürlich. In einem kanalisierten Bach laufen sie diesmal los, in Kassel. 1000 Jahre Stadtgeschichte in 4 Stunden. Künstler machen die Führungen zu immer neuen, unbekannten Orten in die Unterwelt möglich. Mutige Bürger folgen ihnen. Ungewöhnliche Klänge locken die Unterwanderer tiefer in die Geschichte ihrer Stadt, die oben im Krieg fast vollständig zerstört wurde. Gewehrschüsse. Im Regenüberlaufbecken hat Martin Schüttler sie inszeniert. Weil die Klänge, die Sie hier hören, eigentlich auch hierhin gehören. Sie kommen aus einem Computerspiel, was in der Virtualität auch in einem ähnlichen Ort spielt. Und ich habe sie wieder zurückgebracht, wo sie eigentlich hingehören. Von der Virtualität in die Realität. Damit stimmt er die Ohren der Zeitreisenden auch auf Erinnerung ein. Durch ihre Installationen wollen die Künstler die Licht- und Schattenseiten der Vergangenheit für alle begreifbar machen. Hinter dieser sonst verschlossenen eisernen Tür führt Bernd Tappenbeck zu Spuren der NS-Zeit. Schriftzüge wie diese, meist unbeachtet, er findet sie in seiner Heimatstadt in vielen unterirdischen Räumen. Wir befinden uns ja im Prinzip in einem Zeitabschnitt, wo die letzten Zeitzeugen aussterben. Und wir uns fragen müssen, wie wir was bisher mündlich überliefert wurde, wie wir dieses kulturelle Gedächtnis in die Zukunft überführen können. Die Orte im Verborgenen sind für die Initiatoren der unterirdischen Stadtführungen nicht nur einfach Keller. Bernd Tappenbeck führt durch Zeiträume, die die Künstler, jeder auf seine ganz besondere Art, inszenieren. So tauchen sie auf und verschwinden wieder, wie die Figuren von Jens Domes. Genauso wie es jetzt unter Städten wie unter Kassel noch so eine andere Welt gibt und die jetzt auch noch mit Kunst was Poetisches zu geben und dieses doch eher mal dicke und martialische und Gasschleuse und so weiter so ein bisschen zu brechen durch eher was Poetisches. Diese Verbindung zu schaffen, die vielleicht neu ist, die einen selber auf andere Gedanken bringt, das macht mir Spaß und irgendwie habe ich auch Lust, da andere so ein bisschen mit reinzuziehen. Die Zeitreisenden erkunden die Räume und erfahren Hintergründe. Weil es so viele Rüstungsbetriebe gab, wurde Kassel als Luftschutzort erster Ordnung eingestuft. Unter anderem gab es die Pflicht der Kellervernetzung. Das heißt, im gesamten Stadtgebiet mussten alle Keller miteinander vernetzt werden. Der Bevölkerung sollte damit bei Luftangriffen die Flucht durch die miteinander verbundenen Keller ermöglicht werden. Viele konnten sich dadurch tatsächlich auch retten. Doch wer nicht schnell genug nach oben kam, der erstickte beim Feuersturm in den vermeintlichen Schutzräumen. Bunker und Stollenanlagen reichten nicht aus. Die Bilder der Zerstörung versetzen die Schauspielerin Kerstin Gasch in die Nachkriegszeit. Vorbereitung und zugleich szenischer Hintergrund für ihre Auftritte bei den unterirdischen Stadtführungen. Mehr als 40 Mal wurde Kassel bombardiert. Bei Kriegsende lebten noch etwa 40.000 Deutsche und 25.000 Zwangsarbeiter in den Trümmern. Bei ihren Vorbereitungen hilft ihr eine Zeitzeugin. Frau Kuller, warum mussten Sie denn die ganzen Ruinen so schnell wie möglich wegsprengen? Ja, in erster Linie aus Sicherheitsgründen. Und dann sollte ja schnell wieder aufgebaut werden. Es konnte durch Erschütterungen konnten irgendwelche Gebäude einstürzen und irgendwelche Menschen drunter liegen. Deswegen war das so wichtig, dass das wegkam, ganz schnell wegkam. Ne? Wer die Angriffe überlebt hatte, musste jetzt Trümmerarbeit leisten. Der Lohn? Ein wenig zu essen für die beschwerliche und gefährliche Arbeit. Sind Ihnen da auch Fälle bekannt, wo das
schneller eingestürzt ist, als sie sprengen konnten? Ja, das war mein Schwiegervater in der Frankfurter Straße. Mhm. Ne? Der ist dabei tödlich verunglückt. Siebenfacher Schädelbruch. Den Krieg weitgehend unbeschadet überstanden hatten unter dem Kasseler Friedrichsplatz die ältesten Gemäuer der einst so prunkvollen Residenzstadt. Als mit dem Bau einer Tiefgarage in den 90er Jahren begonnen wird, kommen die Mauerreste kurz ins Tageslicht. Dann werden sie abgerissen, die Überreste der Festungsanlage aus dem 16. Jahrhundert. Genau da, in der Tiefgarage, baut Bernd Tappenbeck für seine Zeitreisen historische Pläne auf. Dazu ist er passend als Bauer aus dem 30-jährigen Krieg gekleidet. Könnte der sich so ein Auto leisten? Nein, das kann der Bauer aus dem 16. Jahrhundert auf keinen Fall. Aber ich bin ja ein Zeitreisender, oder vielmehr ich repräsentiere einen Zeitreisenden, so muss man eher sagen. Und wir Zeitreisenden haben ja die Gelegenheit, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Jahrhunderten aufzutauchen. Und deswegen ist das in dem Fall durchaus möglich. Boxen für historische Klänge baut er in seine Zeitmaschine. Die erinnert an das tauchfähige Auto von James Bond. Ideal zum Eintauchen in andere Zeiten. Was muss er da können? Alles, vor allen Dingen improvisieren. Er muss Handwagen bedienen können, Zeitmaschinen, Fluxkompensatoren, wie in unserem DeLorean hier. Er muss Zeitmaschinen fahren können und ja, sich in den Jahrhunderten auskennen. Wo sind hier die Festungsmauern geblieben? In der Tiefgarage macht Bernd Tappenbeck Lust auf Heimatgeschichte. So rast er einer weniger noblen Zeitmaschine hinterher, diesmal verkleidet als Landgraf. Für seine Tourteilnehmer gibt's dabei passend zum Bauwerk aus den 90ern Techno-Sound. Nur ein einziger Überrest der Festung findet sich noch hier in der Tiefgarage. Wieder aufgetaucht an einer anderen Station aus dem 16. Jahrhundert hören sich die Zeitreisenden in Religionsgeschichte ein. Sie durchschreiten die 9 Meter dicken Mauern dieses Geschützturms. Von ihm aus wurde die Stadt gegen den katholischen Kaiser verteidigt. Philipp der Großmütige regierte aus Kassel die Landgrafschaft Hessen. Er war Protestant. Viele Feuer waren in dieser Zeit entfacht, auch politische. Doch der Vorkämpfer der Reformation unterwarf sich dem Kaiser, wurde in die Niederlande verschleppt. Seine Frau vertrat ihn in Kassel. Die Zeitreisenden erfahren das aus einem historischen Brief. Werte Gattin Christine, ihr verfolgt nun die hessischen Geschäfte zu Kassel an meiner Stadt. Itzo, weiß ich nicht, von welch Dauer die ewige Gefangenschaft in Niederlanden sein soll. Hinfort. Doch wohin aus dem ältesten Kasseler Gemäuer? Dieser Gang ist am Ende zugemauert. Für die Wanderer geht es in den 50er Jahren weiter. Die Zeitreiseleiter führen sie aus der Unterwelt des Staatstheaters nach oben auf die Bühne. Auch hier eine ungewohnte neue Sichtweise, denn im Publikumsraum erwartet sie der schon pensionierte Schauspieler Wolfram Mucher. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Bis zum Südpol, da steige ich auf. Nicht ganz so weit weg liegt in Meißner ab der Rode das Besucherbergwerk Grube Gustav. In diesen alten Abbaubereich der Grube Gustav allerdings dürfen keine normalen Besucher, nur solche, die sich so gut auskennen wie Michael Kitzig. Ja, so sind die Verhältnisse im alten Kupferschieferbergbau. Mühselig haben sich die Bergleute früher durch den Berg gearbeitet, mit der Bauhöhe. Ja, und natürlich nicht alleine. Damals wie heute ist Bergbau nicht eines meiner Sache gewesen. Gilt auch für das heutige Besucherbergwerk. Michael Kitzig ist der Vorsitzende des Fördervereins Grube Gustav. Mit so einem Experten ist auch Bernd Tappenbeck von den Kasseler Unterwanderern gern mal unter Tage.
aus Sicherheitsgründen aber nur in den aufrecht begehbaren Stollen. Seit seiner Jugend interessiert sich der Arzt Michael Kitzig für die Geschichte des Bergbaus. Diese seltsamen Trichter im Wald am Meißner sind alte Halden und eingefallene Schächte, ein Pingenfeld. In Archiven hat er seine Heimatgeschichte nachgespürt. So weiß er, was es unterirdisch zu entdecken gibt. Ja, das ist ein alter Schacht auf das Kupferschieferflöz. War vielleicht 8 bis 10 Meter tief gewesen. Und da guckt man nach, ob es hier noch ein bisschen hohl ist. Da muss man mal schauen. Zum Vorschein kommt erstmal Kupferschiefer, den die Bergleute hier gewonnen haben, schon seit dem Mittelalter. In tieferen Regionen der Grube Gustav wurde auch Schwerspat abgebaut. Neues Leben entwickelt sich im stillen Dunkel, nichts zerstören. Der Forscher erkundet die verlassenen Stollen mit genauer Kenntnis über Mineralien und Gesteine. Das ist der Zustand, in dem der Stollen war, bevor hier das Besucherbergwerk etabliert wurde. Man hat die Möglichkeit, Spuren zu entdecken, die 100, 200, 300 Jahre alt sind. Werkstätten von Menschen, wo in der ganzen Zeit niemand gewesen ist, viel authentischer als im Museum und kann das dokumentieren. Einer der letzten Plätze, denke ich, in Deutschland, wo man auch wirklich noch was entdecken kann. Das Motiv, der Rest eines Förderwagens. Über die Jahre hat sich Kitzig spezialisiert auf das Fotografieren unter Tage. Man kann hier mit Licht malen, regelrecht. Und in diesem Stollen, wer hier zu schnell fährt, wird geblitzt. Humor hat er und Durchhaltevermögen. Seit 25 Jahren dokumentiert er den stillgelegten Altbergbau überall unter Deutschland. In seinem Zimmer stapeln sich Schatzkisten gefüllt mit Bildern aus der Unterwelt. Dieser Stollen blüht durch das auskristallisierende Kupfermineral ganz in Türkis. Geheimnisvolle Unterwelten, in die nur die Erfahrensten eintauchen können. Was braucht er dazu? Ein bisschen Durchhaltevermögen, ein bisschen Wasserfestigkeit und man darf den Schlamm nicht scheuen. Und halt eben eine Ausrüstung, die das Ganze mitmacht und einen guten Freund, der das auch mitmacht. Das ist ganz wichtig. Für den gewissen unterirdischen Blick bastelt Michael Kitzig sich die Blende für sein Blitzgerät selbst. Den automatischen Verschlussmechanismus hat er für extreme Aufnahmebedingungen ausgetüftelt. Mit der Unterwasserkamera will Michael Kitzig einen Schacht erforschen, mit seinem Freund Ralf Friebe in der Grube Gustav. Seit 20 Jahren entdecken sie gemeinsam. 80 Meter geht es hier runter. So, jetzt sind wir unmittelbar über dem Wasserspiegel. Langsam. Und jetzt tauchen wir ein. '68 ist der Schacht abgesoffen. Das glasklare Wasser konserviert alles für die Ewigkeit. Jetzt bleibt die Kamera stecken. Und dann hängen da irgendwie die Spurlatten quer oder so ein Stückchen tiefer. Mal gucken. Signalleine hängt noch. Jede Menge Zeug zum Verfangen. Da hängt ein Stück Kuhmatte oder irgendwas drin. Mhm. Da müsste man raus. Genau, so am Mir ein. Richtig, die ist wahrscheinlich von oben runter. Trotzdem nicht schlecht. Und dann käme man nämlich da dran vorbei. Ist trotzdem nicht schlecht. Ihr erster Tauchgang. Beim nächsten Mal geht's weiter runter. Aber erstmal sind jetzt wieder die Besucher dran. Prima. Und jetzt die Rippe wegschlagen, quer. Herr Bergmann kam mit dieser Technik 4 Meter im Jahr voran. Feste. Ja. Michael Kitzigs Besucher können sich vor Ort in die Arbeitsbedingungen einfühlen. Auch Bernd Tappenbeck ist beeindruckt. Es hat hier in der Grube 1957 ein Unglück gegeben, in dem 2 Bergleute verschüttet wurden, die dann mit einer ziemlich aufwendigen Rettungsaktion mittels Bohrung wieder rausgeholt wurden. Ob die Männer das Licht des Tages wieder erblicken würden, wusste man damals noch nicht. Die Helfer der Rettungsmannschaft waren pausenlos im Einsatz. Durch die niedergebrochenen Geröllmassen zu den Eingeschlossenen vorzudringen, war unmöglich. Dem hier zum ersten Mal eingesetzten Rettungsschlitten galt alle Hoffnung und der Durchhaltekraft der Männer. Sie haben sich durch Rufen bemerkbar gemacht und wir waren zufrieden, als wir feststellen konnten, dass sie wohlbehalten in einem Streckenstummel eingeschlossen waren. Das Gestein, in dem gebohrt werden muss, ist außerordentlich hart. Sie können es mit Granit vergleichen.
Und deshalb macht das Bohren so außerordentlich Schwierigkeiten und verzögert sich die Rettung. Ich darf aber abschließend feststellen, die Leute sind vollkommen gesund, haben keine Verletzungen und werden mit allem versorgt, was sie notwendig brauchen. Nach 21 Stunden wurden sie gerettet. Die Geschichte der Bergleute und ihrer Bergwerke, für Michael Kitzig ist sie Passion. Das sind technische Denkmäler, die sind kulturell genauso wertvoll wie Kirchen, wie Stadtmauern. Und das soll auch so ein bisschen der Öffentlichkeit ins Bewusstsein gebracht werden, was da mal war, was es da mal gab und dass man das wieder sehen kann. Glück auf! 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 Heutzutage wird unter ganz anderen Bedingungen abgebaut. Es brennt! Tja, dann wollen wir mal sehen, was die Schicht heute so alles wieder bringt. Tonnenweise Gips, das ist klar. Nicht mehr als 4 Männer sind es, die hier jeden Morgen um 6 die Schicht beginnen. So, dann Glück auf. Glück auf, Glück auf. Ein Tag gleich dem anderen in Liebenau-Lammerden. Gemeinsam fahren sie ein, 2 Kilometer durch den Stollen auf ihrer A1 ins Gipsbergwerk. Dieter Beck koordiniert den Abbau. Man sollte keine Platzangst haben, das soll es geben, selbst bei diesen großen Abmessungen, wie wir das so eigentlich haben. Ja, man muss anpacken können. Das ist ganz genauso, als wenn man jeden Tag in die Fabrik geht oder sonst wohin. Nach der Sprengung vom Vortag bricht er loses Gestein von der Stollendecke. Berauben nennen sie das. Rückwärts fahren muss man hier schon können. Dieter Beck ist Bergmann und Maschinenschlosser, kann sein Fahrzeug notfalls selbst reparieren. Staubig ist die Luft, wobei der Bergmann kennt keine Luft, der kennt nur Wetter. So wie Carsten Engelke arbeitet hier jeder allein, jeweils an einem anderen Ort im Berg. Engelke befördert den abgesprengten Gips. 1 Tonne ist die kleinste Maßeinheit des Bergmannes. 5 Tonnen hat Carsten Engelke auf der Schaufel. 30 schafft sein Kipper und das mehrmals am Tag. Und wenn jetzt einer Urlaub hat, dann muss der natürlich dementsprechend ersetzt werden von uns selber. Da kommt kein anderer hinzu und das kriegen wir dann alles so hin. Bei uns kann praktisch jeder alles. Auch den Sprenglochbohrer vorbereiten. Spezialmaschinen werden unter Tage eingesetzt. Dieter Beck muss kräftig Hand anlegen, bevor er das Ziel präzise ansteuern kann. Die nächste Sprengung wird vorbereitet. Die Gipsprozente müssen stimmen, weiß Dieter Beck, damit die Kunden zufrieden sind, der Abbau sich rentiert und die Arbeitsplätze in Lammerden sicher bleiben. An der vollautomatischen Brecheranlage wird wohl dosiert großes Mineral in kleine Körnung aufgebrochen. Millionen Tonnen sind hier noch im Berg. Vorräte für einige Jahrzehnte. Gips ist ein wichtiges Industriemineral für die Zementherstellung in der Bauindustrie. Einigermaßen staubfrei soll es morgen früh wieder sein. Deshalb wird immer erst zum Schichtende gesprengt. Gefährlich? Nein, das ist nicht gefährlich. Der Sprengstoff ist handhabungssicher, da kann nichts passieren. Er kann also nicht so explodieren oder umsetzen, wie man sagt. Er kann nur durch eine Patrone mit einem Zünder gezündet werden. Glück auf! Glück auf! Jeden Tag eine Sprengung im Gipsbergwerk. In den Bergwerksstollen in Kassel ist der Abbau dagegen schon lange Geschichte. Schön Stufe für Stufe. Herunter soll dieser Eisblock dahin, wo einmal schwere Bierfässer lagerten, in den alten Kasseler Bergbaustollen. Spiegelglatte 120 Kilo. 3 Künstler der unterirdischen Stadtführungen bringen über die ausgetretenen Stufen wieder Kälte in den Felsenkeller. Das Bier hatte den Branntwein als Volksgetränk abgelöst. Entlang des Kasseler Kratzenberges siedelten sich im 19. Jahrhundert Brauereibetriebe an. Denn hier konnten sie die stillgelegten Stollen des Kalkabbaus nutzen und ausbauen. Thank you.
Kunstwerke der Natur 8 Meter unter der Großstadt. Sorgfältig untersucht von Bernd Tappenbeck. Wir begegnen ja nicht zum ersten Mal solchen Phänomenen, wenn wir unterirdisch gehen eben und haben schon gerade in den Felsenkellern diese Phänomene regelmäßig beobachten können. Was aussieht, als würde hier Brühe die Wand runterlaufen. Das sind eigentlich Kalkausblühungen. Hier oben kann man das ganz schön sehen, haben sich sogar schon Kalkstalaktiten gebildet. Der Fachmann spricht hier an dem, was sich an der Wand hier gebildet hat, von Sintern. Das passiert, wenn feste oder pulverartige Stoffe miteinander diffundieren, wenn quasi durch Wärmeeinwirkung die kristalline Struktur aufgebrochen wird und sich der Kalk eben über ein anderes Material drüber stülpt eben und so an der Wand runterläuft. Vielleicht nach hinten. Weiter hinten? Aufbauarbeiten für eine Führung, diesmal durch die unterirdische Kassler Brauereigeschichte. Eiskalt präsentiert vom Eiskünstler Björn Sippel. Zeitreiseleiter Martin Schüttler packt mit an. Der Eiskünstler ist mit seinen Blöcken vom Meißner angereist. Er hat sie einfach eingefroren, die gute alte Zeit. Eigentlich ist Sippel Koch und hat diese Kunst erlernt, um mal was Neues aufs Buffet zu stellen. Was er hier unten vor Ort ganz intuitiv sägt, wird der Sockel für sein Bierfässchen. Vergänglich sind seine Werke, doch gerade dieser Wandel ist es, der ihn besonders fasziniert. Ja, das temperiert jetzt. Das kommt bei minus 12 Grad aus dem Vorratsfroster. Dann beschlägt es erstmal durch die warme Außentemperatur. Und jetzt kommt die Kälte aus dem Eis raus, beschlägt. Und sobald es halbwegs temperiert ist, wird es dann klar. Lecker kaltes Bier gibt das. Gegen den Arbeitsschweiß auf der Stirn könnte es helfen. Das Geschäft mit dem Eis hat bei Björn Sippel in der Familie Tradition. Ich habe durch die Großmutter erfahren, dass der Ur-Urgroßvater mütterlicherseits der Eiskönig von Kassel gewesen sein soll. Der hat in den Fuldaauen hat er das Eis geschnitten im Winter, hat das eingelagert und hat es im Sommer an die Brauereien verkauft. Ja, fand ich schon faszinierend, dass da ein Zusammenhang da ist, dass früher schon mal in der Familie irgendwas mit Eis war. Also da ist man ist schon überrascht und ist schon faszinierend eigentlich. Zurückversetzt ins 19. Jahrhundert machen die Zeitreisenden während der Führung Bekanntschaft mit dem Eigentümer. Mein Name ist Karl Ferdinand Rostheuscher und ich bin Bierbrauer. Im Winter haben wir aus der Fulda große Eisblöcke gebrochen. Und diese Eisblöcke wurden dann durch einen Schacht hier reingeschüttet. Und die kühle Luft der Eisblöcke, die kühlte unser leckeres Bier. Ja, ansonsten können Sie sich das gerne noch angucken. Na dann, Prost! Das Kassler Felsenbier war eine Attraktion, lobend angepriesen in Reisebüchern von damals. Hinter der nächsten Ecke im verzweigten Felsenkeller taucht dann eine weitere Entdeckung aus dem Dunkel auf. Vorsichtige dürfen hier Eingemachtes aus den 50er Jahren anfassen. Die Schätze sind ja konserviert. 613, BG1, 3 bis 4 Meter. Na, das ist nämlich echt interessant. Da sieht man, dass die wirklich noch luftdicht sind. Ja. Wahnsinn. Beim Umzug ist hier wohl versäumt worden, den Keller auszuräumen. Vom Straßenneubauamt Hessen-Nord. Diesmal klärt ein Beamter die Ahnungslosen auf. 6,25 Meter bis 6,45 Meter. Sieht fast aus wie Leberwurst, ist aber haltbarer. Als Anfang der 50er Jahre die Planungen begannen für die neue Ruhrtaltrasse, die heute nur noch als A44 bekannt ist, hat man von verschiedenen Stellen der damals geplanten Trasse Bodenproben entnommen, um die Tragfähigkeit der Böden zu testen. Die hat man dann genauestens analysiert und katalogisiert. Und als man dann damit fertig war, dann wusste man nicht so genau, was machen wir jetzt mit dem ganzen Dreck. Ja? Also abheften ging nicht. Tja, da kam dann ein besonders findiger Beamter auf den Gedanken, warum wecken wir das ganze Zeug nicht einfach ein? Und so wurden diese Bodenproben hier endgelagert bis zum heutigen Tag.
Mitten in Kassel führt Bernd Tappenberg die Zeitreisenden jetzt über ein brachliegendes Grundstück. Schanze auf der Hohen Winde hieß der Truppenstützpunkt, auf dem im Siebenjährigen Krieg die Franzosen lagerten. Von dem, was später dort gebaut wurde, ist nur noch ein Treppenabgang erhalten. Die Geschichtsinteressierten gelangen in einen anderen, unwegsamen Bier- und Eiskeller. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung ist der bei dieser Führung zu begehen. Zurückgeblieben sind sogenannte Trockenklos aus der Zeit des Nationalsozialismus, als der Keller umgebaut zum Schutzraum gegen Bombenangriffe Zuflucht bot. Über einen zweiten Treppenabgang drängten sich bis zu 600 Menschen aus der Umgebung in die erhoffte Sicherheit. 60 Jahre nach den Bombennächten hat ein Zeitzeuge hier im Luftschutzkeller von seinen Erinnerungen erzählt. Doch Helmut Scharwenker ist mittlerweile gestorben. Geblieben sind seine Erinnerungen, seine Stimme, die nun als Tondokument aus dem Koffer spricht. Es ist ja nun lange her, es ist ja über 60 Jahre her, dass ich hier gewesen bin. Wohl an die 100 Mal hat meine Mutter meinen Vater im Rollstuhl, der hatte eine Multiple Sklerose, bis zum Eingang gebracht, den Rollstuhl stehen lassen. Und dann hat sie meinen Vater auf dem Rücken hier runtergetragen. Wir sind manchmal in einer Nacht dreimal in den Bunker gegangen. Der war manchmal schrecklich voll. Die Leute saßen an den Bänden. Da waren die Bänke aufgestellt, dann lagen sie teilweise zum Teil in der Mitte der Räume. Ist sehr, sehr eindrucksvoll, dass ich das wieder sehe, nach den vielen Jahren. Wollte man einen solchen Felsenkeller dauerhaft für die Öffentlichkeit begehbar machen, die Kosten für Erschließung und Erhaltung wären gigantisch. Das bleibt also für Bernd Tappenberg erstmal noch eine Vision. Auf ungewöhnliche Weise begibt sich Kurt Stingel am Edersee auf die Suche nach der Vergangenheit. Selbst in der kalten Jahreszeit ist er so unterwegs. Hier finde ich was Besonderes. Hier steht noch eine alte Mühle, ein Hammer und hier unten ist das Sperrmauermodell. Mit seiner Unterwasserkamera taucht er seit 30 Jahren in den Edersee ab. Eine filmische Herausforderung, denn gute Sichtverhältnisse hat er selten. Hier haben wir das Sperrmauermodell. Im Augenblick ist es da fast 30 Meter tief. Und dieses Modell wurde gebaut einfach als Versuch. Man wollte sehen, es wurde in den Fluss, in die alte Eder hineingebaut. Wie benimmt sich so etwas? Wie benehmen sich die Steine? Wie fließt das Wasser durch? Wo müssen Ablässe hinein? Nach diesen Tests zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgten 4 Jahre Bauzeit. Für Kurt Stingel lohnt sich die Motivsuche, auch wenn das Gewässer meist trüb ist. Denn am Grund des Sees sind noch Relikte der versunkenen Dörfer zu finden. 900 Menschen verloren durch den Bau der Talsperre seinerzeit ihre Heimat. Burg Waldeck am Edersee, dem größten Stausee in Hessen. Er wurde im Jahre 1914 aufgestaut. Und 2 Dörfer wurden damals von den Wassermassen überflutet. Mit dem Wasser des Edersees wird die Schifffahrt auf der Weser reguliert. Immer wieder wird im Laufe eines Jahres Wasser abgelassen. Dann kommen in trockenen Sommern die Trümmer am Grund der Talsperre hervor und zeugen davon, dass hier einmal Menschen gewohnt haben. Man denkt nur an das, was die Menschen zurückgelassen haben. An die Mauern, an die Tröge, die da sind. Und man stellt sich manchmal auch vor, wie könnte das gewesen sein, wenn es aus und ein geht. Aber uns fasziniert eigentlich nur die Welt, wie das da ist. In der Dämmerung, in dem Licht der Unterwasserscheinwerfer. Das ist das, was uns fasziniert.
200 Millionen Kubikmeter Wasser umgeben Kurt Stengel, im Trockenanzug warm eingepackt. Immer noch bessere Aufnahmen will er hier machen und dabei lässt er sich gern von dem trüben Nass verführen. Das ist die Faszination Tauchen. Das kann man nicht erklären, das ist ein Gefühl. Das Gefühl der Schwerelosigkeit, dieses Schweben im Wasser. Ich habe es schon mal so gesagt, die dritte Dimension ist es einfach. Erlebt man nur noch beim Fliegen. An der Sperrmauer ist Tauchen eigentlich nicht erlaubt, aber Kurt Stengel durfte 1991 den Einbau der Druckrohre dokumentieren. Hier habe ich für das Wasser- und Schifffahrtsamt Aufnahmen gemacht bei der Neurestaurierung der Sperrmauer. Eine einmalige Gelegenheit für den ausgezeichneten Unterwasserfilmer. An Stahlseilen gesichert lassen Spezialisten die Rohre ab. Die weiße Tauchlampe hilft den Arbeitern bei der Montage. Jeder Handgriff muss hier sitzen, auch beim Filmen unter miserablen Sichtverhältnissen. Das Sehen ist für die Sicherheit lebenswichtig. Kurt Stengel schleift hier für seine Freunde Nahlinsen für die Taucherbrillen. Das kann er hervorragend, denn er ist Optikermeister von Beruf. Unsere Taucher werden ja auch immer älter, sie kommen in die Jahre und können nicht mehr ihre Instrumente unter Wasser ablesen. Wir kleben die Gläser fast immer nur auf der Seite ein, auf der der Taucher auch die Instrumente führt, sodass er unten lesen kann und oben immer noch in die Ferne nach den Fischen gucken kann. Sich gar solch einem kapitalen Hecht auf Tuchfühlung nähern kann, dies sind die Momente, die er immer und immer wieder sucht. Tauchen, solange es überhaupt geht. Vielleicht bin ich dann der erste Taucher, der mit 100 noch tauchen kann. Das wäre aber was Neues. Von der Welt unter Wasser am Edersee. Zurück in die Kasseler Bunker, auch heute noch bombensicher. Vorbei der Krieg und da ist nun Platz für andere, die Schutz suchen. Tot und ausgestopft. Exponate des Naturkundemuseums im Zwischenlager. In den Eimern kostbare Erde aus der Ederseeregion. Jahrelang hat ein Forscher sie in diesem Bunker deponiert. Zwischen den kleinen Steinchen seiner Ausgrabung sucht der Paläontologe Franz Malek nach Mäusezähnen und Gebissen. Eine endlos scheinende Arbeit. Allein in dieser Grabungsstelle sind jetzt etwa 100.000 Zähne bestimmt bis zur Art. Und es zeigt sich, dass eben doch die interessanten Arten dann nur mit ganz, ganz wenigen Zähnen vertreten sind. Und man muss halt ein bisschen die Geduld haben, auch dann zu warten und zu sortieren und eben 10.000, 15.000 Zähne einer sehr allgemeinen Art beiseite legen können, um dann wirklich immer auf die eine besondere Art zu warten. Auch das Stadtmuseum hat hier einen Warteraum für den Bitterpolarkühlschrank, einst in Kassel gebaut, und andere Antiquitäten. Erstmal sicher aufbewahrt, vielleicht bis zur nächsten Ausstellung. Jedes Detail erinnert hier an untergegangene Kasseler Geschichte. Diese Gründungspfähle sind in der modernen Stadt zu nichts mehr nütze. Aus neuerer Zeit archiviert sind Forschungsergebnisse des Naturkundemuseums. Nicht nur die Säugetiere haben es dem pensionierten Leiter angetan. Von Langeweile im Ruhestand keine Spur bei Dr. Franz Malek. Genauso viel akribisches Durchhaltevermögen und Sachverstand wie seine Beschäftigung mit Mäusezähnen erfordert seine Fliegensammlung. Aus gutem Grund hat er sich auf die großen, buntigen spezialisiert. Die winzig kleinen Fliegen, die ja die Mehrzahl der Fliegenarten bilden, zu sammeln, ist im Prinzip nur ein Auseinanderpflücken und ein Anlegen von Ersatzteillagern. Während bei den großen Fliegen sieht man noch, dass es sich um Individuen handelt, wo man auch Bestimmungsmerkmale meistens an dem Objekt selber erkennen kann, ohne große Präparation. Ich bin sehr glücklich, einen sicheren Ort zu haben für die Sammlung, denn so etwas wird ja unersetzlich. Und diese Sicherheit bietet der Bunker. Dieses Gebäude hier abzureißen, ist technisch sicherlich möglich, aber so aufwendig, dass es in überhaupt gar keinem Verhältnis zu
zu dem Erfolg stünde. Man kann hier nicht sprengen. Und diese 2 Meter dicken Betonwände anders abzubauen, das wäre also für mein Verständnis her unsinnig. Derart dicke Bunkermauern sind nach dem Krieg von Sulamit Kulla-Brune gesprengt worden. Für die unterirdischen Stadtführungen probt sie mit der Schauspielerin. Jetzt muss das hochgehoben werden und dann muss es runterdrücken und in dem Moment geht es dann los. Wo es runtergedrückt wird. Fest. Jawohl, jawohl. Sulamit Kulla ist eine der wenigen Sprengmeisterinnen, die es in der Bundesrepublik gibt. Ursprünglich wollte sie die Büroarbeiten im väterlichen Geschäft übernehmen, aber der unmittelbare Umgang mit Lunte und Sprengstoff erschien ihr bald interessanter. Nach einer 3-jährigen Lehrzeit und der Meisterprüfung durfte sie mit 21 Jahren zum ersten Mal selbstständig sprengen. Heute, so sagt sie selbst, gibt es nichts, was sie noch nicht gesprengt hat. Das Geschäft geht außerordentlich gut, dass sie eine Frau ist, stört niemanden. Für das Sprengen von Schornsteinen gilt sie sogar als Spezialistin. Die Hattenbacher Autobahnbrücke kann nicht mit einem Mal verschwinden, da für jede Sprengung nur etwa 100 Schuss zugelassen sind. Für diese bevorstehende Sprengung sind 29 Bohrlöcher mit ebenso vielen Ladungen vorbereitet worden, die untereinander gekoppelt sind und gemeinsam gezündet werden. Die Sprengmeisterin gibt zum letzten Mal ein Warnsignal. Dann drückt sie den Hebel des elektrischen Zündkastens nach unten. War Ihre Arbeit denn gefährlich? Na ja, teils, teils. Ich hatte mal ein paar Löcher im Kopf, ne? Aber das ist... Löcher im Kopf? Ja. Aber das war nicht unmittelbar vom Sprengen, sondern wir haben so eine Bunkerdecke haben wir weggesprengt. Mhm. Und ich bin da hingegangen, ich habe so eine Planke zum Abdecken, habe ich getragen, auf einmal weg war ich. Ne, dann lag ich dann so 5 Meter tiefer auf den Kohlen, da habe ich drauf. Oh Gott, und wie lange waren Sie dann im Krankenhaus? Im Krankenhaus überhaupt nicht. Ich habe mir einen Kopftuch aufgesetzt und bin auf die nächste Sprengstelle hin. Genug zu tun hatte sie immer. Mit ihren Brunnentorpedierungen hat sie so manche Gemeinde auf dem Land mit Wasser versorgt. Damit die Ader bei der Sprengung nicht zerstört wird, darf diese nur leicht angerissen werden. Geschafft. Und ihre Filmkamera lief auch. Und jetzt geht die Zeitreise zu einem ihrer historischen Sprengorte. Da sieht sich Sulamit Kulla-Brune wieder, dargestellt von Kerstin Gasch, der Schauspielerin. Guten Tag. Kommen Sie mal näher ran hier, kommen Sie mal näher ran. Ach, das ist ja schön, dass Sie alle da sind. Ja, dann darf ich mich mal vorstellen. Ich bin die Sulamit Kulla, besser bekannt als Miss Dynamite. Und ich bin in Wuppertal geboren, das hört man vielleicht ein bisschen. Und ich habe im Jahre 1953 meinen Sprengschein gemacht. Ja, das bedeutet, dass ich die erste Sprengmeisterin der BRD bin, Mensch. Und wir befinden uns hier auf historischem Grund, weil ich im Jahre 1966 mit 110 Teilladungen den alten Reichsbahnbunker zum Bersten gebracht habe. Für die Unterführung unter dem Kasseler Hauptbahnhof hat sie einen Teil weggesprengt. Dynamite, Miss Dynamite, oh Miss Dynamite, die erste ihrer Zeit, oh Miss Dynamite, in den Ohren noch das Summen und schon lässt sich wieder bummen, oh Miss Dynamite, Miss Dynamite, good, 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 good vibration. Und dann kommt die damals sensationelle Meldung. Seit heute Vormittag können die Fahrgäste der Kasseler Straßenbahn wieder bis zum Hauptbahnhof ihrer Stadt fahren. Nach 1,5-jähriger Bauzeit ist die Untertunnelung des Bahnhofsvorplatzes abgeschlossen. Der Verkehr wurde durch die neue Lösung auf 3 Ebenen verteilt. Oben auf der Straße ist jetzt ausreichend Platz für Autos. In der ersten Unteretage wurde eine Fußgängerstraße mit Läden gebaut. 1 Etage tiefer ist die neue Haltestelle Hauptbahnhof der Kasseler Straßenbahn.
Die unterirdische Haltestelle kann von den Fahrgästen bequem über Rolltreppen oder zwei Stadtzugänge erreicht werden. Bereits 1966 war mit dem Bau begonnen worden. In der Zwischenzeit wurde in der Stadt die Frage diskutiert, ob denn eine so kostspielige Untertunnelung gerade an dieser Stelle der Kasseler Innenstadt überhaupt gerechtfertigt sei. Doch Unterführungen waren schick. Bernd Tappenbeck lässt die 50er und 60er wieder aufleben. Vom Straßenverkehr in den Untergrund abgedrängt, flanierten die Fußgänger in einer neuen, modernen Welt. Was die Kaffeeprobierstube war, ist nun für den Moment Kulisse für die Musik von damals. Ich lebe ohne Herz und Liebe und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben. Und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nur mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Woo! Rock'n'Roll! Naja, die Unterführungen, die hatten meistens Treppen gehabt. Ja. Und da konnten keine Kinderwagen her und kein Fahrradfahrer, nichts, auch kein Rollstuhlfahrer. Und da hat man nachher dann die Rampen gebaut, aber da mussten die Treppen erstmal weggesprengt werden. Mhm. Ne? Na, und die habe ich dann weggesprengt. Ne? Und wie viele Detonationen? Wissen Sie das noch? Nicht mehr. Nee, keine technischen Daten? Nee, das weiß ich nicht mehr. Das war zu viel. Dank Miss Dynamite fuhr die Straßenbahn unter den Hauptbahnhof. Mit einem Sonderzug fuhren heute Vormittag Kassels Oberbürgermeister Dr. Karl Branner und der hessische Verkehrsminister Rudi Arndt sowie der Kasseler Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Holger Börner mit weiteren Vertretern der Stadt vom Königsplatz aus in den Tunnel ein. Bevor der Zug in die neue unterirdische Haltestelle einfuhr, zerriss er einen großen Papierschirm. Einige hundert Kasseler Bürger erwarteten bereits seine Ankunft. Das moderne Kassel hatte jetzt also eine U-Bahn-Station für 8,1 Millionen Mark. Auch wenn die Straßenbahn auf der anderen Seite des Tunnels gleich wieder nach oben rausfuhr, damals war das in Nordhessen eine echte Attraktion. Nach den Reden fuhr die älteste Kasseler Straßenbahn durch den festlich geschmückten Tunnel. Anschließend gab Direktor Mohnhaupt von der Kasseler Verkehrsgesellschaft das Startzeichen für die Durchfahrt des ersten offiziellen Linienzuges. Vorbei diese Zeit, zurück in der Gegenwart am gleichen Ort. Er ist heute der Friedhof für ausgediente Straßenbahnwaggons. Einer von vielen Zeiträumen, wie sie Bernd Tappenbeck immer wieder neu findet. Auf der Suche nach der verlorenen Stadt müssen wir die authentischen Stadträume unterirdisch suchen. Und die können wir hier auch ganz gut finden. Meine Aktivität zielt darauf, diese Räume der Öffentlichkeit wieder zu öffnen.